Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu unserem traditionellen SMAC-Silvesterkonzert, dieses Mal im Stream. Machen Sie sich bequem, genießen Sie die Musik live aus dem SMAC. Das war unser erster Knaller am heutigen Abend, aber wir haben aus unserem reichhaltigen Portfolio viele, viele, viele Knaller für Sie zusammengesammelt, damit Sie heute nicht knallern müssen. Wir machen weiter mit unserem nächsten Hitsong, den wir eigentlich an unserer Traumlocation heute aufführen wollten, aber die uns schon seit Jahren blockiert. Deswegen unser traditionelles SMAC-Silvesterkonzert wieder einmal im SMAC stattfinden muss. Dieser Song geht raus an den Uferstrand. Urlaub am Uferstrand, 3,50 € für eine Rosse sind ja günstig. Urlaub am Uferstrand, alle meine Kollegen kommen heute vorbei. Urlaub am Uferstrand, selbst die fette Katrin spielt heute Volleyball. Urlaub am Uferstrand, hast du meine Rewe-Karte irgendwo gesehen? Wupp, wupp. Die alte Hose und dein letztes Hemd. Nimm mit dir all die Tüte und dann nicht den Uferstrand. Urlaub am Uferstrand, Bier gibt sie sogar in ein Liter Gläsern. Urlaub am Uferstrand, im Herbst feiern wir das Oktoberfest hier. Urlaub am Uferstrand, hast du schon mal von meinem Hugo probiert? Urlaub am Uferstrand, ich bin zu dämlich, einen See zu finden.
Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie machen sich zu Hause gemütlich, schön auf Ihrem Sofa mit Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten oder Ihres Liebstens. Ich würde Sie bitten, jetzt Ihr Sektglas zu erheben und mit mir gemeinsam den Sekt einzuschenken. Denn wir wollen anstoßen auf einen der größten, auf einen der inspirierendsten Menschen, der in den letzten Jahren von uns gegangen ist und der uns als Integral so beeindruckt, ja, ich würde sagen, so beeinflusst hat, dass wir heute in keinster Weise die Möglichkeit hätten, hier an diesem wundervollen Ort zu stehen und dieses wundervolle Konzert zu geben. Wir wollen diesen nächsten Song einem der größten Vogtländer der Nation widmen, Sigmund Jähn. Der Weltraum, komische Weiten, wir betreten den Raum des Dederon. Raussteigt auf, Türen öffnen sich, graue Kappen schleichen durchs Gebüsch. Ich sitze am Deich mit meinem Schießgewehr, ich lade nach, es werden immer mehr. Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Wo kommen sie her? Es sind die Kinder von Sigmund Jähn. Extraterrestrische von dem Mars. Ich sitze am Deich mit meinem Schießgewehr. Ich lade nach, es werden immer mehr. Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Wo kommen sie her? Es sind die Kinder von Sigmund Jähn. Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Kinder von Sigmund Jähn. Angebote, Angebote, Kittelschürzen vom Dederon. Angebote, Angebote, Ausverkauf im Warenhaus. Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Wo kommen sie her? Ja, meine Damen und Herren, das Leben war nie einfach. Ja, es war meistens sogar schwer. Und wir beide, du, ja genau, du und ich, wir wissen, wo wir aufgewachsen sind und wir wissen, was wir durchgemacht haben. Und der nächste Song, der geht genau raus an dich, Moosverkäufer. Moos in Las Vegas. Moos
Verkäufer aus Bad Lausick. Er verkauft Laus. Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen Knaller versprochen und Sie bekommen Knaller. Der nächste Knaller ist unser größter Knaller und ich frage mich, wie oft ich jetzt noch Knaller sagen kann. Freuen Sie sich auf den Knaller. Gefahr zündet den Knaller. Danke, meine Damen und Herren. Danke, meine Damen und Herren. Wir hören Ihren Applaus bis hier in das Smack. Die Tiere, sie wackeln schon vor Vibration.
Wir durften auf dem Weg hierher ein wenig durch die Büros des Max streunern. Und wir Integral, wir sind eine Erfolgsband vom Sonnenberg. Und als wir durch die Erfolgsflore des Mack gewandelt sind, da haben wir uns gedacht, wir müssen diese Armen, diese kleinen, naiven Seelen, wir müssen sie beschützen. Wir müssen ihnen einen Warnsong schreiben, einen Warnsong vom Sonnenberg. Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Max, fasst nicht die Kristalle an. Ja, meine Damen und Herren, heute Abend sitzen Sie auf Ihrem Sofa, haben nichts Besseres zu tun und draußen eine ungewohnte Stille. Aber können Sie es hören, wie es da leise raschelt, wie zwischen den Hauseingängen das kleine Klimpern einer Flasche zu hören ist, ungewohnt für einen heutigen Silvesterabend. Aber wenn Sie ganz genau hinter Ihre Gardine, wo der sich schon vor 30 Jahren stand, hervorschauen, da werden Sie ihn sehen. Er ist unterwegs. Mardermann. Die Sektkorken knallen und die Menschen legen sich in den Arm. Doch du liegst in deinem Bett, das Cognac-Glas randvoll, genau wie du. Draußen feiert ihre Zukunft und du weinst um deine Vergangenheit. Madama.
Mademann, lässt niemanden an dich ran. Mademann, oh Mademann, steckst das Ladekabel an. Ziehst durch die Straßen auf der Suche nach dem Schaden, vom Marder gefressen. Niemand muss dich fragen, Batterie unterm Arm, lädst du jenen Wagen, dem Marder auf der Spur, bist nicht am Verzagen, Mardermann. Und so ziehst du jeden Abend durch die nebligen Straßen deiner Stadt mit der Batterie unterm Arm, bereit, die Wagen zu laden. Aber kannst du sie sehen? Mit ihren buschigen Spenzen in den Hauseingängen und mit ihren roten Augen in den Gullideckeln und mit ihren Stimmen schreien sie deinen Namen von den Hausdächern. Sie kommen nach dir, sie werden dich holen, sie kriegen dich! Danke, meine Damen und Herren. Danke. Sie wissen ja wahrscheinlich, warum Sie heute zu Hause sitzen. Sind Sie schuld? Oder sind Sie schuld? Oder Sie? Ich habe da ja so meinen Verdacht. Und ich sehe, wie die Menschen um mich herum leiden. Ja, die Menschen, die mir am nächsten sind. Und einige von ihnen haben sich vor Jahren entschieden. Sie haben sich entschieden für das, ja, Zweitkind. Ja, Sie wissen schon, wer gemeint ist. Wir haben heute schon angestoßen auf einen der besten Vogtländer der Republik. Und jetzt wollen wir anstoßen auf den zweitbesten Vogtländer der Republik, der gar kein Vogtländer ist. Der nächste Song ist eine Empörung. Eine Empörung, die sich durch Sachsen zieht, eine Empörung, die sich in Chemnitz kristallisiert. Draußen am Wohnheim fragen sich die Menschen, ist das Habermas schon voll jetzt? Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer, 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 nehme ich meine letzten Mittel her, Mittel her, Mittel her. Und es zieht mich, weil ich wirklich muss, wirklich muss, wirklich muss. Immer über den Bosporus, Bosporus, Bosporus!
Ja, meine Damen und Herren, heute wären Sie wahrscheinlich auch gerne verreist. Heute wären Sie wahrscheinlich auch gern an Ihrem liebsten Silvesterort. Ja, wir wären da auch gerne heute. Wir wären genauso gern wie Sie heute in Bremen. Danke, meine Damen und Herren. Danke für den Applaus. Wir kommen schon fast zum Ende unseres heutigen Live-Konzerts, unser traditionelles Silvesterkonzert hier im SMAC in Chemnitz. Und es ist noch Zeit. Ja, Sie haben sie vermisst. Ja, genau, Sie wissen. Sie haben sie vermisst, die Powerballade. Und über wen könnte sie sonst sein als über Jürgen und seine kristallblauen Jeans. Sie schlägt ihn.
häusliche Gewalt am Samstagabend. Immer eine gute Idee, immer mit der flachen Hand zu schlagen oder ertränken im Bidet. Ja, meine Damen und Herren, heute an diesem besonderen Silvesterabend, hören Sie nochmal raus. Sie hören gar nicht diese seltsame Schlagerparty bei den Nachbarn. Komisch. Irgendwie ist dieses Silvester heute anders. Ja, dafür sind wir heute da. Sie haben Integral gebucht und wir spielen für Sie heute den Hit. Heinz Rudolf Kunze, dein ist mein ganzes Herz. Schwefel plötzlich nur noch Fletsche und Gerüll. Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen. Ich brauche jeden Morgen deinen Nachtgeruch und keinen falschen Wimpern auf dem Kissen. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden die Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Was sind das bloß für Menschen, die Beziehungen? Kleinen Coverknaller kommen wir zu einem unserer Originalknaller. Das erste Mal heute spielen wir es für Sie live im SMAC. Sunny Fair. We'll be right back.
liebe ich nicht aus, liebe ich nicht aus. Denn ich bin ja, sag wie wer, Millionär, reich geworden durch Ficken. Sag wie wer, Millionär, reich geworden durch Ficken. Geben Sie noch Zwiebel drauf, extra extra Zwiebel drauf und den kleinen Kaffee zum Mitnehmen. Bitte zahle ich aus meiner Sunnyfair-Tasche auf dem Beifahrersitz. Liegt sie bequem. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt schon zu unserem letzten Song und für unseren letzten Song haben wir uns eine ganz besondere Botschaft aufgehoben für Sie zu Hause, denn wir sind gute Partner mit dem SMAC, dem Sächsischen Museum für Archäologie in Chemnitz, aber als wir diesen Sommer das erste Mal die Ausstellung besuchten, ist uns etwas aufgefallen. Hören Sie es? Jede Sekunde ist vor 10.000 Jahren ein Tier gestorben. Wo sind die ganzen Tiere? Schauen Sie sich um. Ein Wolf, eine Antilope und sogar ein Lachs. Wie kommen diese Tiere hierher? Und, liebes Mack, wir als Integral sind eine unbequeme Band und wir fragen, what the smack? Lass die Tiere frei. Vor 1000 Jahren ein Reh stand, gut gelaunt und rechermannt. Der Herrgott es zur Ruhe nahm, bis ein Archäologe kam. Tiere müssen sterben, damit wir klotzen können. What the smack, what the smack. Tiere müssen sterben, damit wir klotzen können. What the smack, what the smack. In der Vitrine weit der Lachs, morsche Sachse weit der Brass, in der Klasse Lemming weit, Wurm am Mund und Glücklichkeit. Ausgestorben steht sie da, ohne Hoffnung, das ganze Jahr. Schwer. Tiere, wie kommt ihr hierher? Tiere müssen sterben, damit wir klotzen können. What the smack, what the smack. Tiere müssen sterben, damit wir klotzen können. What the smack, what the smack. What the smack. What the smack. Hey, 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 hey.
hoffe, liebes Magteam, das war eine Botschaft. Lasst die Tiere frei. Ach, habe ich deine Zugabe gehört? Ja, Mensch, das wäre es ja gewesen, wenn wir nicht noch was hätten. Wir haben diesen Sommer in der Pandemie, ihr habt sie sicherlich mitbekommen, sonst würdet ihr jetzt auch nicht so zu Hause sitzen, traurig auf dem Sofa und wärt nicht bei einer Heinz-Rudolf Kunze-Coverparty. Nein, wir sitzen heute alle zu Hause wegen einem großen Unheil. Und während dieses Unheils haben sich ein Club in Chemnitz, das Nikola Tesla und lokale Bands zusammengeschlossen, um ein Soli-Tape aufzunehmen. Neben Premium-Bands wie No Waves oder Murmansk oder das Boom Orchestra oder wer war noch alles dabei, Henning? L'Appel de Vite, Premium-Band. Wer noch? Soralin, Premium-Band. Und wir waren dabei, nur Premium-Bands. Und wir haben uns erlaubt, zu diesem Konzert einen Song von der schönsten Band in Chemnitz zu covern. Das wollen wir jetzt für Sie spielen. Und wenn Sie dieses Jahr, wird es vielleicht ein bisschen zu spät, aber nächstes Jahr vielleicht mit einer guten Tat in das neue Jahr starten wollen, kaufen Sie sich das Soli-Tape. Denn ein Erlös geht auch an die Menschen in Lesbos. Viel Spaß mit Weiß auf Weiß. Wir waren integral für Sie im SMAC. Shut up!